Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück im Format Datenfallen erkennen. Wir haben schon wieder gewonnen. Es hagelt Preise wie bei strömendem Regen. Es fallen die Traumgewinne wie Schnee zu Weihnachten. Okay, das ist 20 Jahre her, dass es zu Weihnachten geschneit hat, aber egal. Es gibt wieder fette Gewinne für alle Leichtgläubigen, leicht zu beeinflussenden und Unerfahrenen im Internet. Was gucken wir uns heute an? Es gibt wieder mal eine Firma, die sich ausgibt als DM. Beziehungsweise in diesem Fall als Balea. Balea in der Form existiert nicht, das ist eine Eigenmarke der Firma DM, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin. Das heißt, wenn, dann müsste eigentlich da das DM-Logo stehen und drunter Balea. Darum ist das auch schon falsch, wenn da steht, füllen Sie die kurze Umfrage von Balea aus und bekommen Sie wertvolle Preise. Balea durchführt die Marketingforschung. Ich durchführe euch durch einen Grube von Jaucheblätt, wo wir die Kundenzufriedenheit unserer Marke verstehen möchten. Also wer auch immer das geschrieben hat, der wird auf den Bock gespannt. Nehmen Sie sich für uns 2 Minuten und füllen Sie die kurze Umfrage aus, die uns besser werden hilft. Ah, Kopfbank! Da ist nicht mal die Hitze momentan, die herrscht, eine Entschuldigung dafür, Sachen so zu schreiben. Kein Unternehmen würde jemals so schreiben. Nach der Umfrage können Sie auf Wunsch Ihre Kontaktdaten schreiben und die wertvollen Preise von Balea bekommen. Super. Wie funktioniert es? Werde ausgewählt, sind wir ja offensichtlich schon. Der Scheiß, der kam bei mir per E-Mail. Vervollständige dein Profil und bewerbe dich für die Kampagnen, die du magst. Wir wissen doch, was das für eine Kampagne ist, oder nicht? Freu dich! Öffne dein exklusives Professional-Paket. Probiere das Produkt aus und teile deine Meinung online mit anderen. Guck mal, jetzt sind wir schon Influencer. Keine 2 Minuten im Video, 2 Beförderungen. Spreche darüber. Initiere Gespräche. Die wenigsten, die dich dann anrufen könnten, das Wort initiieren aussprechen. Und teile deine Erfahrungen über Produkte, die du testest mit Freunden und Familie. Und mit uns natürlich. Klar ist richtig. Our Reviews, guck mal, hier habt ihr vergessen zu übersetzen. Hallo liebes Insider-Team, ich durfte auch den Roventa Science Mulli testen und im Anschluss kostenlos behalten. Ja, ich habe auch schon oft Sachen kostenlos bezahlt behalten. Karl Andersen, guck dich das an hier, alles mit Namen und Bildern. Wenn eine Firma, selbst wenn große Firmen das machen, hier mit Namen und Bild, das sind im 120% der Fälle irgendwelche Stockfotos und Marketing-Gags, weil das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb es nicht verbietet, dass du sowas machst. Das hat mich neulich total aufgeregt, da war ich auf der Autobahn unterwegs und da gibt es ja dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die diese Toilettenhäuschen da betreiben. Da hing auch ein riesen Plakat im Klo, nachdem du bezahlt hast dafür. Danke dafür, mit solchen ausgeschnittenen Gesichtern und solchen Texten dazu, wo ich denke, wer zum Teufel geht, nachdem er irgendwo scheißen war, ruft er bei der Hotline an und bedankt sich dafür. Das macht kein Mensch. Und genauso wenig würde hier irgendjemand irgendwelche Eigenmarkenprodukte testen, die gar nicht von DM selber hergestellt werden, sondern in irgendeiner Firma in Auftrag gegeben werden, aus der von Lidl, Netto, Rewe und wie auch immer unter anderem Namen die exakt gleichen Produkte kommen und würde dann sagen, hier, guck mal, das ist mein Gesicht, das stelle ich ins Internet und bitte macht mal. Wir starten die Umfrage, weil wir wollen Preise haben. Haben Sie schon die Waren unserer Marke gekauft? Nein, natürlich nicht. Sind Sie insgesamt mit der Qualität unserer Produktion zufrieden? Weiß ich nicht, da müsste ich die Fabrik angucken, um die Qualität der Produktion beurteilen zu können. Ja, nein, habe keine Antwort. Natürlich klicke ich auf Nein, weil ich die Absurdität dieser Umfrage zeigen möchte. Meinen Sie, dass die Preise für unsere Produktion freundlich sind? Das weiß ich nicht, das müsst ihr eure Zulieferer fragen. Ihr möchtet gern DM-Idioten. Nein, ist natürlich überhört. Empfehlen Sie unsere Produkte den anderen Personen. Welchen denn? Ja, nein, nein, niemals. Ihr Geschlecht. Ah, guck mal, da fällt schon die 3. Option. Börse. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wir haben für Sie ein Geschenk und schon bist du weg. Guck mal, dann will er dir Pop-up schicken von der L96happyumfragen.com. Weißt du schon mal, dass das nicht von DM ist? Nicht, dass wir das vorher nicht schon gewusst hätten, aber hey, diese Idioten senden ja so viele Zeichen durch ihre schlecht gemachte Kulisse, dass man da eigentlich wirklich sehr, sehr gut, leichtgläubig oder, man muss es ja leider sagen, einfach blöd ist, dass man da drauf reinfällt. Aber hey, ich find's lustig, mich darüber lustig zu machen. Ihr habt was anzuhören und im besten Fall erreichen wir damit auch noch ein paar Leute,
die dann im Gespräch mit anderen sagen, warte mal, das habe ich gehört, fall da nicht drauf rein. Oder eben die Kette im Kettenbrief unterbrechen, wenn bei Telegram, WhatsApp, wie auch immer, dann wieder irgendeiner meint, er muss seinen Freunden, Bekannten, Kollegen was Gutes tun, indem er so einen Scheiß in irgendwelche Gruppe oder vielen einzelnen Leuten schickt. Gucken wir es uns an. Testen und gewinnen. Die neuesten Beauty-Produkte Balea Paket im Wert von 150 Euro. Ist auch schon wieder so toll geschrieben. Ich würde euch am liebsten mit einer Pfanne übers Gesicht treten. Bitte Gewinndaten eingeben. Alter, wie das geschrieben ist. Die Registrierung auf dieser Seite ist unentgeltlich. Ich bin einverstanden, dass mich Sponsoren per E-Mail postalisch über Angebote informieren. 100% gratis mitmachen. Super, gratis und mitmachen würde man klein schreiben, aber egal. Und hier seht ihr halt auch wieder Balea, 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 Balea. Da drüben das DM-Logo. Ist, wie gesagt, ist eine Eigenmarke von denen. Kriegst du nur da. Von daher ist, wenn dann in diesem Fall DM die Firma hinter dem Paket und nicht Balea. Weil Balea als solches eben eine Marke von DM ist. Aber woher sollen die das wissen? Guck, jetzt haben sie hier unten irgend so ein paar Fotos. Die haben sie wahrscheinlich von der Qualität der Bilder her bei DM selber geklaut. Gucken wir mal ins Impressum, wer das denn ist. Living Vouchers Limited in London, Sheldon Street. Freut mich. Guck mal, bei dieser Adresse ist bestimmt eine Briefkastenfirma. Vereinigtes Königreich. Eine Hotline gibt es auch. Vielleicht können wir da mal anrufen. Fragen, was die Scheiße soll. Ja, auf jeden Fall seht ihr, dass da nicht DM dahinter steht, obwohl das ganze Layout und alles dir erzählen soll, dass du jetzt natürlich gerade mit einer namhaften Firma, ich denke fast jeder kennt DM, zu tun hast und die eben eine Marketing-Kunden-Service-Werbungsaktion haben, bei der du ein bisschen was gewinnen kannst, weil solche Firmen machen halt auch immer wieder seriöse Gewinnspiele. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Wenn ihr hier eure Daten eintragt, weil ihr glaubt, ihr kriegt hier ein Pfirsich-Maracuja-Deodorant und hier, keine Ahnung, das Schokolade ist, zum in die Haare schmieren, ich weiß es nicht. Wenn du in der guten Hoffnung bist, den ganzen Kram zu kriegen, was du tatsächlich kriegst. Anrufe aus Zypern. Medienwerbung. Verlagsangebote aus der Türkei. Bösche, Rentenjoker, die dich dann anrufen und dir erzählen. Milvolta kennen wir auch zur Genüge, Strom und Gas. Elite Premium Service AG, die Telefonbetrüger aus der Schweiz, die dir irgendeine Rabattkarte andrehen wollen, wo du 50% Rabatt im Einzelhandel kriegst. Aber sie dürfen dir aus Datenschutz- und Vertragsgründen nicht sagen, bei welchem Anbieter denn. Und so geht diese Liste hier noch sehr, sehr lange weiter. Hier Bauer, Burda, Burda direkt, Cora Blue, Dinner for Dogs ist natürlich auch wieder mit drin. Und das sind all diese Firmen, die diesen Leuten ihre Arbeit überhaupt erst ermöglichen, weil sie dafür bezahlen, hier als Sponsor gelistet zu sein und weil sie meines Wissens nach für jeden Datensatz, der über die Registrierung für dieses tolle Eigenmarken-Set zustande kommt, natürlich bezahlen müssen. Vielen Dank dafür, dass ihr solche Kriminellen unterstützt, aber hey, wer Leute aufgrund dieser Daten anruft, ist meiner Meinung nach auch nicht besser. Schicken wir mal wieder den lieben Hody McSackschweiß hier ins Rennen und gucken uns einfach mal an, was uns erwartet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben uns eine E-Mail mit Adresse mit einem Bestätigungslink geschickt. In diesem Fall war es mal keine Umfrage, die machen sich gar nicht erst die Mühe, die haben jetzt deine Daten, schicken dir eine E-Mail und ob du die bestätigst oder nicht, der Terror geht los. Ich habe jetzt im Vorfeld zu dieser Aktion mal geschaut, ob DM da irgendwas zu sagen hat. Ist ja immer interessant, wie Firmen auf diese Aktion reagieren. Und? Fake-Gewinnspiele erkennen. 5 Tipps. Steht auf der Seite von DM selber. Finde ich toll, DM, dass ihr sowas macht. Als ob die das jemals hören würden hier. Egal. Wir gucken einfach mal wieder rein. Leider kommt es immer wieder vor, dass im Namen von DM betrügerische Verlosungen und Aktionen angeboten werden. Wir möchten Sie darüber informieren, wie Sie erkennen, ob die von Ihnen genannten Gewinnspielseiten in Verbindung mit DM Drogeriemarkt steht. Schauen wir mal rein. Unsere 5 Tipps erkennen Sie. Oft genügt ein kurzer Blick auf die URL, also die Adresse im Browser. Ist die führende Domain wirklich dm.de? Konstruktionen wie Gewinnspiele dm-tollepreise.de zählen beispielsweise nicht dazu und sind nicht von DM, auch wenn DM mit in der URL steht. Auch werden Fake-Domains wie drugelmarkt.net,
erstellt, um den Kunden hier zu täuschen. Dagegen, DM-Gewinnspiele ist tatsächlich von DM. Hier ist DM die Hauptdomain vor dem DE. Prüfen Sie den Ansprechpartner, Inhaber der Seite. Das haben wir hier unter Impressum. Nichts mit DM zu tun. Prüfen Sie das Impressum. Gut, haben wir gerade gemacht. Prüfen Sie die Kontaktmöglichkeiten. Finden Sie immer die Nummer unseres Centers. Prüfen Sie die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels. Sollten Sie Fragen zur Verwendung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich direkt an den Veranstalter des Gewinnspiels. Sollten Sie weiterhin belästigt werden, Anrufe von Unbekannten etc. erhalten oder der Hersteller den Kontakt nicht unterbindet, können Sie dies auch der Polizei melden. Diese kann Sie weiter unterstützen und Ihnen auch Möglichkeiten aufzeigen, dem entgegenzuwirken. Das ist leider oft nicht der Fall. Aber ich finde es ganz klasse, dass große Firmen, und das machen inzwischen viele, solche Seiten ins Netz stellen, weil Menschen eben auch langsam mehr merken, dass das alles Verarschen sind und dann eben auch mal Dr. Google vorher bemühen, ob das ein Gewinnspiel von DM, Rossmann, Rewe, wie auch immer ist. Und wenn die Unternehmen solche Seiten dann zur Verfügung stellen, kann das den Schaden sicher begrenzen, verhindern natürlich nicht. Es werden leider, solange es diese Firmen gibt, die ein Schweinegeld dafür bezahlen und die Betrüger, die diese Fake-Gewinnspiele ins Netz stellen, mit Sicherheit auch immer Leute geben, die darauf reinfallen. Aber ansonsten lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Die machen das ja auch nicht aus Spaß, sondern weil sie leider wissen, dass es sich lohnt. Jetzt gehört ihr zu denen, die wissen, dass das hier speziell eine Verarsche ist. Und wenn ihr davon in irgendeiner Weise mitbekommt, dass das jemand verbreitet oder es euch geschickt wird, schaut euch bitte nicht, den Leuten zu sagen, lass die Scheiße, warne alle, die du damit angeschrieben hast und guck, dass du da wieder rauskommst. Sonst kann der Spaß ganz schnell ganz teuer werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß, Living Vouchers Limited. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen das Geschäft kaputt machen. Bis zur nächsten Folge, Freunde.